Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge der neuen Reihe Campus Kompass. Wir Studierende wollen für euch Zuschauende Fragen rund um den Campus beantworten. Und ich stehe jetzt gerade direkt vor dem AStA, denn darum soll es heute in der ersten Folge gehen. Was macht eigentlich der AStA? Denn zumindest mir geht es so, wenn mich das jemand fragen würde, wüsste ich nicht genau, was ich antworten soll. Und genau deswegen sind wir hier und finden raus, was der AStA eigentlich tatsächlich macht. Ich bin übrigens Anja, ich studiere Forstwissenschaften im Master. Das hier, das ist Aris, der ist immer mit dabei und wir gehen jetzt los. Auf geht's! Wir stehen jetzt hier direkt vor dem AStA und warten noch auf Pippa Schneider. Wir waren gestern tatsächlich schon mal hier und da hat Pippa uns schon mal mit ins Gebäude genommen, hat uns die verschiedenen Räumlichkeiten gezeigt, die verschiedenen Büros, wer wo sitzt, was man da überhaupt alles finden kann. Und ja, heute haben wir ein bisschen mehr Zeit mitgebracht und können tatsächlich uns über den AStA unterhalten und sie ein bisschen tiefergehend interviewen. Hi! Hallo! Willkommen zurück! Lass uns doch einfach in den Garten gehen. Das ja, ist denke ich angenehmer, ne? Und warum wir jetzt nochmal hier sind und mit dir sprechen wollen, weil ich befürchte, und ich tatsächlich auch eingeschlossen, ich bin schon etwas länger an der Uni und könnte jetzt nicht sagen, wenn mich jemand anspricht, hey, was ist der AStA, was macht der AStA, hätte ich ein paar Probleme, das wirklich konkret zu beantworten. Und ich glaube, es geht auch mehreren so. Und deswegen würden wir gerne von dir wissen, erstmal, okay, was macht denn der AStA überhaupt? Ja, das geht tatsächlich sehr, sehr vielen so. Also es ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, was wir eigentlich so alles machen. Wir machen ganz schön viel. Zum einen sind wir als Interessenvertretung der Studierenden, sitzen wir in den ganzen Unigremien und wirken da darauf ein, dass Entscheidungen getroffen werden, die einfach studiefreundlich sind. Wir setzen uns aber auch außerhalb der Uni für Studierende ein und für unsere Interessen. Also zum Beispiel gegenüber der Politik. Und für Studis hier vor Ort haben wir auch ein sehr, sehr breites Angebot. Das klingt sehr, sehr viel. Jetzt nochmal zusammengefasst für mich oder auch für euch. Der AStA ist sowohl an der Unipolitik beteiligt, als auch an der, ich sag mal, normalen, weiter gefassten Politik, aber auch für die Studierenden hier vor Ort konkret mit Angeboten tätig. Und wir sind ja hier auch direkt vor dem AStA. Wer sitzt denn jetzt hier tatsächlich drin und was für Angebote findet man hier im AStA? Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Angebote. Also wir haben eine Juristin in petto. Dann kann man einfach eine E-Mail schreiben, dann kriegt man eben eine kostenlose Rechtsberatung. Wir haben ein Sozialreferat, was eine Sozialberatung macht. Da können ganz verschiedene Themen auf den Tisch kommen, zum Beispiel Studienfinanzierung oder auch Studieren mit Kind, Studieren mit Beeinträchtigung. Dann gibt es ein zinsloses Sofortdarlehen, also wenn am Ende des Monats das Geld knapp wird, yeah, dann kann man auch eine E-Mail schreiben, sich einen Termin geben lassen und sich 100 Euro für einen Monat ausleihen, ganz unbürokratisch. Die Fachradwerkstatt, das ist von der Hochschulgruppe hier im Keller des AStA-Gebäudes organisiert. Wenn das Fahrrad kaputt ist, kann man mit dem Fahrrad herkommen und kostenlos bzw. auf Spendenbasis für die Materialien sein Fahrrad reparieren und kriegt da auch Hilfe, wenn man also nicht so technikaffin ist. Ich hatte mal so in meinem Bekanntenkreis rumgefragt, was wollt ihr vom AStA wissen oder was interessiert euch? Und einer meiner Bekannten hatte dann gemeint, ja, der AStA, der nimmt doch nur unsere Gelder. Und was passiert überhaupt mit dem Geld aus diesem Semesterbeitrag? Und dachte ich, ja, ist eigentlich eine ganz berechtigte Frage. Was passiert denn eigentlich mit dem Geld? Beziehungsweise seht ihr tatsächlich was von diesem Geld? Ja, da passieren auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Dinge mit dem Geld. Das läuft auch nicht alles an den AStA, schön wär's, aber leider ist es nicht so. Es geht ein großer Teil an die Uni, Verwaltungskosten, ans Studiwerk. Genau, bei uns kommt gar nicht so viel an und von dem Teil, der im AStA ankommt, geht ein sehr, sehr großer Teil an die Semesterticket, an das Bahnticket und das Kulturticket. Und dann
bleibt auch gar nicht mehr so viel Geld übrig. Das fließt zum Beispiel in die vielen Veranstaltungen, die wir organisieren. Die ReferentInnen müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Das fließt auch in Personalkosten. Wir haben hier eine Geschäftsstelle, die die ganze Finanzbuchhaltung macht. Das Sekretariat, was für alle Fragen ansprechbar ist. Und die ReferentInnen, die Gewählten, bekommen auch eine Aufwandsentschädigung. Semesterticket ist ja auch immer so eine Sache, die einen sagen, ja, super. Die anderen so, nee, ich wohne ganz woanders. Ich brauche das überhaupt gar nicht und will da eigentlich auch gar nicht für zahlen. Kriegt ihr da auch Anfragen oder wie erlebst du das? Ja, klar. Also wir kriegen von beiden Seiten Anfragen. Wir kriegen auch Anfragen mit, gerade jetzt auch in Corona, hey, ich bin überhaupt nicht in Niedersachsen und kann eh nicht mit dem Stadtbus fahren, kann ich das wiederkriegen? Und das funktioniert leider nicht so. Also wir hängen ja auch in Verträgen drin, die wir unterzeichnet haben. Und das funktioniert mit dem Solidarprinzip. Das heißt, dass alle Studis zahlen und dadurch wird es eben für den Einzelnen deutlich günstiger. Die Tickets werden ja einmal im Jahr in der Urabstimmung abgestimmt. Das heißt, wenn irgendwie die Mehrheit der Studis sagt, hey, wir wollen das nicht mehr, wir fahren jetzt gar keinen Bus mehr, deswegen stimmen wir dagegen, dann hätten wir es auch nicht. Der AStA wird jedes Jahr neu gewählt. Das heißt, es ändern sich auch so die Ziele jedes neuen AStAs, gehe ich mal davon aus. Also einmal die Frage, ist es so und was sind eure Ziele momentan? Ja, der AStA wird jedes Jahr neu gewählt. Es ändert sich auch sehr doll über die personelle Zusammensetzung und damit natürlich auch die Ziele. Also wir sind momentan linker AStA. Wir haben sehr, sehr viele allgemeinpolitische Ziele. Wir verstehen das zum Beispiel als antirassistisch, machen da Veranstaltungen zu, aber auch als sind uns einfach die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit sehr wichtig, dass die Uni klimaneutral wird und wir hier die Klimakrise bekämpfen, zumindest im kleinen Rahmen. Aber wir haben natürlich auch Ziele, dass wir die Studierendenschaft gut vertreten. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das ja auch eine besondere Herausforderung. So, das heißt, für mich habe ich tatsächlich gelernt und ich hoffe, ihr macht nicht denselben Fehler wie ich, dass ihr ans Ende eures Studiums kommt und dann erst feststellt, was der AStA alles zu bieten hat. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade mit dem Studium angefangen habt, was würdest du Erstsemestern oder ja, Studenten, die jetzt erst an die Uni gekommen sind, empfehlen? Was hat man vom AStA? Ich würde neuen Studis empfehlen, bringt euch auf jeden Fall ein. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Hochschulgruppen. Man kann sich auch im AStA einbringen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und wenn man vielleicht nicht ganz so viel Zeit übrig hat, geht auf jeden Fall wählen, weil es auf jeden Fall einen Impact hat, wer da sitzt und wer da gewählt wird. Ich hoffe, das war jetzt nochmal so ein bisschen Anlass und bewusst werden. Wir haben tatsächlich Einfluss, der AStA hat Einfluss und wir als Studierende können tatsächlich auch mitbestimmen, was in der Unipolitik oder eben auch im größeren Rahmen passiert. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War super spannend. Ja, danke auch euch für euer Interesse. Falls ihr euch noch mehr über den AStA informieren wollt, haben wir alle Daten in die Infobox gepackt. Und wenn ihr euch direkt bei Campus Kompass einbringen möchtet, könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne direkt kontaktieren. Alle Daten, die ihr dafür braucht, sind auch in der Infobox. So, Aris, ich glaube, hast du noch was zu sagen? Sieht nicht so aus. Na dann, machen wir mal Feierabend. Bis zum nächsten Mal.